hallo und willkommen in der neuen Woche. Wir haben den 14.10. und ich freue mich, dass ihr heute Morgen mit dabei seid beim Tagesorakel. Und wir haben noch eine Mondpause, die geht tatsächlich bis 18.24 Uhr, Leute. Also, hier müssen wir ein bisschen nochmal mit der Energie haushalten. Jetzt sind auch gleich nochmal zwei Karten hier gefallen, die uns natürlich auch so ein bisschen aufzeigen, dass wir mit Energieverlust wahrscheinlich oder überhaupt hier generell erstmal zu rechnen haben, denn das ist der Tod dabei, der schon auch immer einen Energieverlust natürlich anzeigt. Und wir haben die Königin der Kelche mit dabei. Ja, also hier kann es jetzt um dich gehen, wenn du eine Frau bist. Eine Frau, die natürlich auch sehr mit starken Emotionen dabei ist, ja. Da kannst du jetzt vielleicht ein bisschen diesen Emotionen oder mit dem Ganzen etwas launenhaftig sein heute am Tag. Das ist da. Es ist natürlich schon so, dass, wenn man es jetzt als Ereignis sieht, vielleicht auch eine Frau heute nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, also auch das zeigt nochmal die Königin der Kelche hier mit an. Aber dennoch ist es also auch so, wenn man es jetzt als Ereignis wirklich sieht, ja, ist es Glück, Erfolg und Freude. Aber es verändert sich etwas. Du kannst heute auch etwas verlieren. Also man ist vielleicht nicht ganz so bei sich, auch aufgrund vielleicht dieser langen, langen Mondpause, die ja fast den ganzen Tag anhält. Also die geht schon seit 23.59 Uhr vom Sonntagabend an. Und hier haben wir wirklich mit langen, mühevollen Energien einfach heute zu kämpfen. Und am Abend solltest du dir einfach wirklich etwas gönnen, denn hier wirst du heute nicht groß etwas reißen können. Das ist einfach da. Nimm den Wochenanfang als energetisch etwas schwierig wahr. Wir schauen gerne für den Dienstagmorgen dann hinein, wie da der Tag wird.